dass in den letzten Jahren nicht alles so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Das betrifft die Landtagswahlen hier in Nordrhein-Westfalen, das betrifft die Landtagswahlen in Niedersachsen. Und wir wissen auch, dass manche unserer Gegner da schon relativ kühne Hoffnungen entfalten. Und das kann man ja auch verstehen. Natürlich haben sie ein großes Interesse daran, dass sie irgendwann vielleicht niemand mehr dabei stört, wenn sie soziale Leistungen verschlagen wollen und gleichzeitig die Banken mit Milliarden messen. Dass irgendwann niemand mehr stört, wenn sie Rentnerinnen und Rentner der Altersarmut und Kinder im Hartz-IV-Elend überlassen. Wenn sie niemand mehr dabei stört, wenn sie die Gemeinden und die Städte unter Druck setzen, immer mehr Theater und Bibliotheken zu schließen, weil dafür angeblich kein Geld da ist in diesem reichen Land. Und natürlich wünschen sie sich, dass niemand mehr widerspricht, wenn sie Soldaten ins Ausland schicken, wenn sie Geschäfte mit dem Tod legalisieren und all diese Dinge tun. Und deswegen glaube ich, wir haben eine verdammte Verantwortung. Diesen Gefallen dürfen wir ihnen nicht tun. Wir müssen zerstören, die wir brauchen. Vielen Dank, Sarah. Ich habe das eben bei Vorhaben.